Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer will Beef? Nein, Big Baba 30, aber heute mit altbekannten Gesichtern. Ja, schön dich zu sehen. Schön auch dich zu sehen, nach langer Zeit mal wieder. Ja, ja, Blocky ist wieder zurück. Richtig. War nie weg, würde ich sagen. Nur kurz abwesend. Aber ich bin stolz auf den Bruder. Meistert da sehr, sehr schön. Sehr geil. Ja, und die wunderschöne Mowgli. Ja, wieder vereint, würde ich sagen. Wieder vereint. Ja. Fehlt noch jemand? Nee. So, wir sind auf der Suche nach dem besten originalen Shawarma. Rindfleisch natürlich. Ich dachte vegan. Nee, vegan ist vorbei. Jetzt ist mal Schluss mit vegan. Rindfleisch. Es wird schwer, weil die meisten haben umgestellt auf Hähnchen. Stimmt. Ist original mit Rindfleisch, ja? Original Shawarma ist Rindfleisch. Echt? Das ist okay. 100 Jahre Hähnchen, ne? Hähnchen haben die gemacht, als es angefangen hat mit dieser Rinderbahnkrise da damals. Rinderbahnkrise. Schweinepest, Rinderbahn, Vogelseuche, keine Ahnung. Da haben die umgestellt alle auf Hähnchen, deswegen. Aber original Shawarma ist Rindfleisch. Okay. Aber dann war Hähnchen beliebt, deswegen. Hast du durchgesetzt. Ja, schmeckt ja auch gut. Aber wir wollen einen originalen Shawarma essen. Genau, machen wir deswegen. Das. Deswegen. Die erste Station ist Imrin in Neukölln. Bekannt wie, also ich glaube, es ist bekannt wie Butterhund. Wie Butterhund, ja. Und hat auch den größten Spieß in Berlin. Ich glaube sogar, ich würde sogar sagen, der Imrin hat deutschlandweit den größten Rindfleisch. Imrin hat den größten, egal. Oh, Rindfleisch. Ja, ich würde sagen, ich war schon mal in Essen im Schickenhaus. Die haben auch einen richtig großen gehabt, aber von der Breite können sie so gut dahinkommen. Jetzt ist er ein bisschen kleiner, aber ich glaube, tagsüber ist er schon ziemlich groß, ja, definitiv. Also gucken wir jetzt, wer den größten hat. Wir gucken, wer den größten hat, so. Genau. Astaghfirullah. So. Wir gehen rein, checken den Laden ab. Genau. Also, Brudi, den Shawarma, den kennt ja fast jeder. Den kennen wir alle. Den kennen wir alle. Und für Wer will Beef haben wir jetzt eine Folge gedreht, die ist dann schon draußen auf meinem Kanal. Genau. Shawarma, die keiner kennt. Genau. Ne, wir haben uns einfach was bei Google rausgesucht und mal geguckt, was da für Chaoten bei sind. Ja, aber jetzt Rindfleisch natürlich, ne? Ja, okay. Also, jetzt probieren wir mal. Ich muss sagen, die waren gerade mega unfreundlich. Danke. Aber also, sowas von unfreundlich, unglaublich. Also, wenn ihr freundlichen Laden wollt, ist das hier keine Adresse zu hingehen. Ja, einfach alle drei. Alle drei auch einfach. Ja. Wollten cool sein ein bisschen. Und wir waren richtig nett, wir waren wirklich richtig nett. Und wir waren wirklich richtig unnett. Also, in richtigen Shawarma kommt schon mal kein Eisbergsalat. Okay. Safe. Das Brot von der Samso, ne? Zum Beispiel. Da kommt kein Eisbergsalat rein. Mhm. Das Brot, richtig Standard arabisches Brot. Ist auch eigentlich original, richtiger Shawarma, ist nicht mit diesem Brot. Ja, wenn man jetzt nur auf den Fleischgeschmack eingeht. Ist okay. Aber ein bisschen Lammgeschmack. Hm? Ja. Ja. Durch das Lammfett, das da oben runterläuft. Genau. Das arabische Brot ist wirklich Standard. Mhm. Einfach gekauft. Genau. Ja. Die haben hinten eine Bäckerei, wo sie auch so Börek und alles sowas machen. Hätte man auch das Brot frisch machen können. Genau, aber wir suchen ja das beste Shawarma-Sandwich. Und da muss schon alles passen. Da muss alles stimmen. Vom Salat, vom Brot, vom Fleisch. Bewertest du da das von der Skala? Ja. 1 bis 5. Okay, machen wir 1 bis 5. 1 bis 5, ja? Also so 5 Sterne mäßig. Dann ist 1 ganz schlecht und 5 ist. Ja, verstehe schon. Guck mal das vielleicht nochmal so. Ja, es ist. Also ist jetzt okay, aber guck mich jetzt auch nicht um. 3,5 Sterne. Nee, weniger. Also ich will natürlich das beste Sandwich, aber für mich gehört auch das ganze Komplettpaket dazu. Der Laden. Also okay, dann 2. Dass ich den Leuten wirklich auch sagen, vom Herzen empfehlen kann, dahin zu gehen. Achso, ja, okay, dann bin ich auch bei 2. Mhm. Ich bin bei 2, weil ich wirklich das vielleicht ganz gut finde. Weil ich stehe auf Lammgeschmack, das ist schön saftig. Ja. Hat ein gutes Zusammenspiel, aber wie gesagt, kein selbstgemachtes Brot. Und wenn es um das Gesamtpaket des Ladens geht mit der Freundlichkeit, dann ist das genau Katastrophe gewesen. Ein Sandwich, 5 Euro.
ziemlich klein auch. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde es ein bisschen, sogar um ehrlich zu sein, Fleisch ist okay, aber vom Ganzen her ein bisschen fad. Ja, Ambient ist auch nicht so schön, für Wild Hektar schief rum, das ist alles ein bisschen durchlebt so. Ja, okay, dann, wenn es darauf ankommt, dass man wirklich den Laden besuchen kann und Ambient und alles. Den Leuten muss man es wirklich real empfehlen können. Ja. Und ehrlich sagen, das ist einfach so, was gibt es einfach so ein Gemüse einfach und das Gemüse ist immer weich gekocht. Echt? Ja, Kartoffeln sind lecker, aber das Gemüse ist gut zu weich. Zum Glück suche ich heute nicht nach Hause. Aber mir fehlt auch Salz. Total. Was gibst du denn? Hast du schon gesagt? 2 Punkte. Sind wir bei 2 beide? Ja. 100%. Bin gespannt, was noch kommt. Ja, jetzt fahren wir. Aber es wird schwierig. Wir drehen ja für meinen Kanal danach. Und du hast ja gesehen, wir Gifter und die hängen nicht extra auf. Also Rindfleischspieß wird schwierig. Ich würde sagen, wir können uns auf beides konzentrieren und mal gucken, was da so gibt. Wenn wir uns auf beides konzentrieren, haben wir an jeder Ecke einen Laden. Ja, das meine ich ja. Dann wird es aber lustiger, würde ich sagen. Wenn wir dann gucken, einfach mal so ganz random bei Google schauen, vielleicht auch mit den schlechtesten Bewertungen oder so. Wir schauen mal, ihr werdet es ja auf den Kanal dann sehen, was uns da eingefallen ist. Wird lustig, wird spannend. Auf jeden Fall. Und ich esse den jetzt wirklich auch nur... Oh. Weil es mein Iftar ist. Verstehe. So. Eminem ist durchgefallen. Also ich würde auch nicht nochmal unbedingt hergehen, privat oder so. Nee. Also alleine schon gerade wegen der Laune, wegen der Stimmung im Laden und wie man uns hier gleich begrüßt hat. Ja. Ich meine, wir waren ja schon mal mit Lukas hier und auch für den Kanal, glaube ich mal, und die kannten uns eigentlich schon. Ja. Und ist ja eigentlich Werbung für den Laden. Fand ich ein bisschen also komisch gesagt, auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich nicht voll bei dir. Fail. Gut. Und Mowgli, dein Eintopf, nicht lecker? Nichts Besonderes. Muss man nicht nochmal machen. Und auf jeden Fall Mowgli unterstützen. Happy Mowgli, ihr Kanal. Wir werden jetzt wieder viel zusammen machen, da wird einiges abgehen. Schön, euch wiederzusehen. Ja. Supporten, abonnieren, Glocke aktivieren und was man noch alles so tun muss. Die alte Leier. Genau. So, wir gehen jetzt zu Station Nummer 2 und sehen uns dann gleich dort. Genau. So, angekommen bei Station Nummer 2, Akku in Wedding, Punkstraße, ist eigentlich auch ein bekannter Laden. Auf jeden Fall. Gibt es schon ewig in Wedding. Haben sogar noch einen zweiten Laden, da habe ich letztes Mal gedreht. Ich glaube, da haben sie aber nur ein Hähnchenspieß auf jüdischer Art. Ja, ja. Wir suchen auf jeden Fall Rindfleisch, wir sind auch spät dran. Ja. Iftar ist auch schon vorbei, das heißt, der Spieß, da sind vielleicht noch ein paar Sandwiches dran. Aber egal, wir suchen den besten Shawarma und ich schwör's euch, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer wird, so einen guten Shawarma in Berlin zu finden. Ja, ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit, aber ist schon lange her. Mal sehen, wir schauen mal. Ja, so, lass uns direkt reingehen und check. Wir hatten schon eine kleine Vorspeise, eine Falafel. Die hat auf jeden Fall schon mal überzeugt hier. Wieder meinte auch schon, perfekt. Wie war die Falafel? Ja. Wie war die Falafel? Ich bin überrascht. Die war top. Auch richtig nett, die Leute hier im Laden. Also da kann sich immer eine große Scheibe von abschneiden. Das Sandwich hier ist getoastet worden. Ja, wie schon vorher von mir erwähnt, genau, getoastet. Und schon ein anderer Flavor auf jeden Fall, ne? Mhm. Als das davor. Mhm. Der erste Biss sagt mir, schmeckt authentischer, oder? Ich finde auch, im Gegensatz zu Immelin, ist Fleisch 1000-mal besser. Findest du? Weil 100% Rind ohne Lamm. Ja, aber wir wissen es ja von Wer will wie, für Max kein Lamm. Genau. Und kein Eisbergsalat. Ich habe ja gesagt, der gehört, kommt nicht. In den Originalschauern kommt kein Eisbergsalat. Mhm. Aber glaubst du nicht, dass Immelin ist auch so ein bisschen
auf die Dönerschiene verkaufen will da? Wahrscheinlich, wa? Ja, aber das ist halt, können die ja machen. Mhm. Aber für mich ist es halt authentischer, echt nach Shawarma-Sandwich. Soll er beides anbieten? Die bieten ja auch Döner an, weißt du? Kannst ja Döner mit, dort kaufen mit diesem Fleisch. Ja. Oder wie bei Asam, dass man so einen syrischen, also arabischen Stil anbietet oder so einen eingedeutschen, ne? Hier ist zwar auch Industriebrot, ja, aber hier ist der Vorteil, die toasten das. Und dadurch hat es so ein. Und ah, nicht nur die toasten. Hat es doch am Öl dran, oder? Ja, machst du am Öl dran. Ich hatte ihn lecker in Erinnerung. Und das Ding ist auf jeden Fall fettig, saftig. Lecker. Und rüber, ja. Auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und Leute waren netter. Ja, Leute waren wie wenig. Wie habt ihr für den bezahlt? Ja, Rindfleisch kostet 4 Euro. Und Hähnchen 3 Euro. Und ein bisschen mehr Mühe gegeben noch. Ein bisschen mehr Liebe zum Detail, wie gesagt. Ne? Sterne? Also, ich gebe 3,5, nee, wir haben ja von der Skala bis 5, für mich ist 5 das ultimative Sandwich, das ist gut, passt alles, kann man weiterempfehlen, ich würde sagen, 3 war? 3,5. Aber 5 ist dann so richtig selbstgemachtes Brot. Genau, 5 ist selbstgemachtes Brot, ganz frisch. Ja, dann sage ich auch, ja, eine 3,2 so. Ja, ja, passt. Ansonsten, bei dir ist auch viel passiert, ne? Einiges, ja. Ich wollte eigentlich Mallorquiner werden, hat genau 2 Tage gedauert. Haben uns eine von außen sehr schicke Wohnung angemietet gehabt und abends, nachts sind wir angekommen da, um 0 Uhr noch was. Da hat man nicht mehr so viel gesehen. Natürlich war man vorher da, hat sich die einmal angeguckt. Aber wer geht da schon kacken und duschen am ersten Tag? Ich nicht. Und genau das war das Problem am zweiten Tag. Erstmal Möbel geholt, schnell aufgestanden. Man wollte sich schnell wohlfühlen, weil die Wohnung war noch leer. Und plötzlich hat sich herausgestellt, Dusche geht kein warmes Wasser, Toilettenspülung, nur tröpfchenweise. Und hinter der Wand hört man irgendwelche Wassergeräusche. Und ein paar Stunden später waren die spanischen Klempner bei mir in der Wohnung, haben die ganze Wand aufgeschlagen und die Wohnung war erstmal unbewohnbar. Ach du Scheiße. Und ich dann sozusagen wieder ausgezogen mit einer halb eingerichteten Wohnung und gut miese gemacht. Und noch viele Sachen erfahren, die meinen oder unseren alten YouTube-Partner betroffen haben. Weißt ja Bescheid. Der Schnobi. Ja. Da wird sich auch noch einiges ändern. Ist also harter Tobak, also muss ich ehrlich zugeben. Ja. Harter Tobak. Ich glaube, man hat es auch schon so ein bisschen in letzter Zeit an meiner Stimmung auf dem Kanal gesehen. Und so, das hat auch alles seine Gründe. Ich würde sagen, wir haben ja noch eine Folge gedreht für Werbe Beef, die ist schon draußen in dem Moment. Dazu vielleicht dann ein bisschen mehr. Also kommt einfach auf unsere Folge auf Werbe Beef. Da haben wir auch eine Shawarma-Tour gedreht. Und also ein bisschen Shawarma, die keiner kennt, so ein bisschen auf Lost losgegangen. Und mal geschaut, was es vielleicht so neben den bekannten Shawarma-Läden noch so für Läden gibt. Und da erzähle ich dann vielleicht ein bisschen mehr dazu. Na? Krass. Ja. Das ist krass. Ja. Aber egal. Heute nur gute Stimmung, positive Vibes. Schön wieder, dass wir vereint sind beide hier. Ja, nach langer Zeit. Definitiv. Und deswegen erstmal guten Appetit. Ich habe auch heute einen Bärenhunger wieder. Im Ramadan immer mit Bärenhunger. Wenn es scheiße aussieht, ich muss mir immer hier mit den Fingern so das Fleisch rausbrüllen, weil ich es mal immer so testen will. Ne? Und weil ich seit 6 Wochen eigentlich hardcore auf Diät bin und kein Weizen, keine Süßigkeiten und nichts mehr zu mir genommen haben. Heute mal zur Feier des Tages eine Ausnahme. Cheat Day. Cheat Day. Aber ich würde sagen, so kalorienreich ist das auch nicht. Nee, Sesamsoße ist drin, das Fleisch ist jetzt, ja, es geht. Auf jeden Fall besser als ein Döner, glaube ich noch. Ja. Alleine schon wegen der Soße. Ja, mal. Ich bin gespannt. Ja, Karim gehen wir jetzt hin, würde ich sagen, wenn ich schon verraten darf. Und den kenne ich gar nicht. Also ich habe keine Station. Ja, Karim ist auch bekannt. Auch okay. In Wedding. Ja. Das Problem ist wirklich, Rindfleischdöner zu finden. Shawarma. Döner. Mhm. Shawarma. Ja. Wenn wir Chicken wollen, kriegen wir an jeder Ecke Shawarma. Aber Rind, wir wollen original richtigen Shawarma. So machen wir das. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Station Nummer 3.
mit Blocki. Genau. So, angekommen bei Station Nummer 3. Ja, Karim, auch in Wedding, U-Bahnhof Seestraße. Die dritte und letzte Station für heute. Was meinst du? Keine Ahnung, ich war hier noch nicht, lass mich überraschen. Okay, ey, ich würde sagen, lass uns direkt reingehen und bestellen. Jalla. So, das Gute ist, ich habe jetzt direkt beim Bestellen schon gesehen, nicht das Standardbrot. Echt nicht? Ah, sehr schön. Aber du kannst ja auch entscheiden zwischen dem Brot oder das normale, große. Ist der so bekannt, der Laden in Berlin schon? Ja, Karim ist schon bekannt, ja. Okay. Also ich kannte den. Ich habe zwar meistens immer hier nur Falafel gegessen. Jetzt probieren wir mal Schauer. Okay. Süßer, netter Laden. Herzlicher Mann, der uns hier bedient. Top. Ich habe heute extra eine Tour gemacht. Auf Verbal Beat mäßig natürlich, wenn du da bist, so auf ein bisschen alte Zeiten. Ja, geil. Bin gespannt, was morgen passiert. Ja, morgen haben wir auch noch einen Drehtag. Ich habe Flashbacks. Ja. Stadt Malle, Sonne, Meer, Wedding, Ghetto, Shawarma. Na, wirklich, ja. Ja, nee. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder Vollblut-Berliner. Ich habe die Schnauze voll von Malle. Hat auch jetzt gereicht. Jetzt mal wieder so ein bisschen runterkommen. Ja, jetzt auf den Boden der Tatsachen kommen. Auf jeden Fall. Eine Highlife war genug jetzt. Geht ihr in eurer Freizeit auch generell Shawarma essen? Ja, ich sag ja. Nee, ganz ehrlich, ich bin eher der Döner-Typ. Aber Shawarma ist auch so eine Sache. Deswegen suchen wir auch gut Shawarma. Ja. Es gibt nicht so viel gute in Berlin, muss man sagen. Obwohl es so viel Araber hier leben mit Sonnenallee und so. Kommt doch einfach mal vorbeikommen gerade und hab mal Bock drauf, würde ich sagen. Aber ein Döner ist das schon naheliegender. Aber ich würde sagen, Shawarma ist auf jeden Fall eine gute Abwechslung zu Döner. Eisberg ist auch drin, leider. Was denn? Eisberg. Ich finde, man muss erstmal in die Mitte kommen. Ja. Also, man weiß so, ob das leere ist. Aber der erste, der Rettich drin hat, eingelegten Rettich. Finde ich, muss man auch mögen. Vielleicht kenne mich ja auch viele daher. Wieder auf jeden Fall. Ich habe auch damals auch tätowiert. Wird auf jeden Fall jetzt wieder aktueller bei mir. Also wer auch Bock auf ein Tattoo hat, meldet sich einfach mal Instagram Mr. Blocki. Ja, da fragt über Bieler. Das hat er mir auch gemacht. Genau. Das hat er mir gemacht. Also, voll viel habe ich dir gemacht, ne? Ja, ein paar Sachen hat sie gemacht, ja. Die Waffe. Also Kleinigkeiten noch überall. Genau. Ja. Deswegen. Also die kleinen Sachen mache ich immer bei dir. Ja, Bescheid sagen. Auf jeden Fall. Okay. Ich finde es bis jetzt der schlechteste. Echt? Wie gesagt, der nächste Ozu. Ja, ich finde es okay. Nur halt ein bisschen trocken. Dieser Gesamtflavor ist nicht so geil, finde ich. Das Problem ist, Eisbergsalat ist kaputt. Ja, weil dann verdünnt den Geschmack so was. Genau. Mhm. Und hier ist mir das am Rand schon zu trocken, da beiß ich gar nicht mehr ab. Ja. Ich muss schon da beißen, wo Fleisch ist. Fleisch ist sehr trocken und ich finde auch sehr, sehr zimtig, so überladen von Gewürzen. Ja. Findest du nicht? Nee. Oh ja, nur das Fleisch. Ein sehr überladen von Gewürzen. Nee, das Fleisch gefällt mir. Aber sehr trocken. Sehr trocken. Ich hab die Finale bezahlt. 4 Euro. Bis jetzt der schärfste. Ja, der schärfste ist er. Der schärfste ist er, aber im Großen und Ganzen auch nur Standard. Ich mach's kurz und knapp. Der Typ war nett. Ambiente ist auch okay. Aber fand den Shawarma nicht schlechter als bei immerhin. Deswegen gebe ich auch nur 2 Punkte. Also ich fand ihn vom Fleisch her besser als bei immerhin. 2,5 Punkte. Weil das Brot ist zwar gut, aber ist mir zu trocken. Zu viel Eisbergsalat. Ja. Heute ist leider wieder die Suche nach Shawarma. Ich wusste das aber. Ich schwöre dir, ich wusste das, dass es in Berlin nicht so gute Shawarma-Sandwiches gibt. Vielleicht finden wir noch einen. Ich hoffe es. Also ich finde, in Sachen Chicken spielen da viele vorne mit. Chicken ja. Chicken ja. Ist ja kein Problem. Ich sag ja, hätten wir auf der Sonnenallee schon 2-3 gute Dinger gefunden. Okay, dann werde ich mal wirklich weitersuchen für den Kanal, dass wir noch ein paar Rindfleisch haben. Aber finden wir, das können wir jetzt nicht so beenden, würde ich sagen. Nee, wir müssen den besten Shawarma Berlins finden. Also doch nochmal einen richtigen für den Kanal.
Ja. Dann auch Werbel Beef. Morgen geht die Suche nach Rindfleisch Shawarma weiter, würde ich sagen. Ja, ich bin dabei. Alles klar. Aber auf jeden Fall, ja, nicht so toll. Ansonsten, Rocky? Ich würde sagen, das war's. Der Rest dann auch Werbel Beef. Hier am selben Tag. Genau, wir drehen schon draußen. Genau, wir drehen morgen für Werbel Beef und genau. Das kommt am gleichen Tag raus, nur vorher als die Folge. Genau. Ihr wisst, meine Folgen kommen im Ramadan alle um 20.30 Uhr. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ich habe letztens wieder reingeguckt, 60% der Zuschauer haben nicht den Kanal abonniert. Ja, und wie gesagt, bleibt gespannt, was auf Werbel Beef passieren wird. Wird sich einiges ändern, ist auch ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit. Meine Laune war auch nicht mehr die beste. Sagen wir die so, Luft war raus. Ein neuer Wind weht. Ein neuer Wind weht in Berlin. Genau. So, bis Donnerstag 20.30 Uhr. Danke für den Support. Peace.